So, jetzt grüße ich übrigens auch alle, die auf YouTube mit dabei sind. Das war jetzt nur, ich habe jetzt nur denen auf Twitch noch eine Nachricht hier gegeben. Ja, heute ist wie ein bisschen länger, aber für YouTube schneide ich ein bisschen die Wege raus oder unnötige Kämpfe, wie zum Beispiel, wenn Hier ich drüben. wieder Was auf musst du denn machen? Metalljagd Du bin. kannst dir einen Panzer schnappen und ein paar Soldaten töten. Oh, Oder dir oh, die zweite oh, 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 Panzerdivision oh, der oh, oh, Infanterie oh, 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 vorknüpfst und oh. zwei Fliegen mit einer Ich hab Klatsche nur gelesen, ich töten. kann mir einen Panzer schnappen, ich kann mir einen Panzer schnappen. Oh. Wo kann ich mir in den Panzer schnappen? Man darf mir nicht sagen, es gibt einen Panzer. Welche FND-Basis? Es gibt mehrere. Die hier? Im Übrigen, die Mission, ach, die Streams, die laufen jetzt ab sofort so ab. Die eine Hälfte des Streams mache ich, was ich möchte, und die andere Hälfte des Streams kümmere ich mich ab sofort auch um die Story. Es kann sogar sein, dass sich beides irgendwo auch mal miteinander vermischt. Das kann vorkommen. Die erste Hälfte des Streams ist ja wohl klar. Da mache ich, worauf ich Bock habe. Und die zweite Hälfte des Streams kümmern wir uns dann um Story. Kann sein, dass ich das für YouTube dann auch in verschiedene Parts aufteile, da wo ich mache, worauf ich Bock habe und wo ich einfach die Story mache. Nimm mein kleiner Hund. Komm, du musst erstmal gestreichelt werden. Braver Junge. Ist, glaube ich, sogar genau die Hundesorte, die ich auch bei mir habe. Ist doch ein kleiner Dackel, oder? Hallo, lauf nicht weg. Wie, du warst Mist. So, zuallererst. Ich habe hier Metall liegen lassen. Schande über mich. Helikopter, also besser gesagt Gyrokopter, weil das nicht wirklich ein Helikopter ist. So. Der Teil, wo ich einfach Fun habe. Ich hole mir die Kisten hier. Und hole mir dann das Flugabwehrgeschütz. Das würde ich so oder so irgendwann machen. Die Kisten werden davon auch nicht beeinflusst. Das heißt, ich hole mir jetzt erst die Kiste, hole mir dann die beiden. Dann versuche ich mir hier die zu krallen. Mach das Flugabwehrgeschütz kaputt. Hol mir den Panzer nach Möglichkeit. Und falls sich die Zeit noch findet, hole ich mir den Beifahrer ab. Das Radio mache ich direkt aus. Wie viel Metall habe ich eigentlich mittlerweile? Bei Arsenal sehe ich das nicht. Bei Inventar sehe ich das. Robuste Dichtungen. Befestigungsmaterial, Lagerressourcen wäre das, ne? 165, ah, ich brauche 200. Naja, es geht. So neu bin ich nicht. So. Das wäre dann fertig aufgebessert. Natürlich wird trotzdem weiter Metall gefarmt, ne? Ich brauche halt Metall so hart. Hi. Halte durch. Ein neues Scharfschützengewehr, was ich wahrscheinlich niemals verwenden werde. Ratgeber Tiernummer nie. Wo sehe ich die? Wahrscheinlich unter Sammlung, oder? Nee. Ich benutze hier schon das Beste, was ich zurzeit haben kann. Oh, ich hätte ein neues Fahrzeugmodell. Am liebsten wäre mir ja der hier. Naja, egal. Du brauchst gar nicht versuchen zu fliehen. Irgendwo da ist auch noch einer. Ah, da. Dachtest du, da wärst sicher? Falsch gedacht. So, wo ist das Schild? So, eingenommen. Easy. Hat nicht mal eine Minute, glaube ich, gedauert.
Mit dem Flugzeug sind die Dinger echt schnell eingenommen, genauso wie mit einem Panzer. Du brauchst maximal 2 Minuten. Kannst du sogar einen Scheiß auf den Alarm geben. Schießt da einmal mit der Rakete drauf, beziehungsweise mit dem Panzergeschoss und schon ist das Ding Fratze. So, jetzt wollen wir hier das Zeug sammeln. Unter anderem auch die FND-Kiste. Die da in dem Bunker ist. Dafür habe ich ja jetzt gerade den Schlüssel bekommen. Ein bisschen Medizin, Benzin, Schrott und FND-Kiste. Mit Schießpulver. Mann, ich sollte jetzt mal langsam echt zum nächsten Teil gehen und einfach mal meinen Granatwerfer aufbessern. Ich habe schon gesehen auf der Karte, dass da oben irgendwas ist bei dem Haus. Mein nächstes Ziel ist eh das hier. Es liegt auf dem Weg. Kann ich da überhaupt landen? Also anständig? Ja, es geht. Warum hast du Probleme? Ist doch alles gut. Jetzt hör doch auf. So, hier irgendwo. Hier soll was sein. Ich mach mal einmal kurz auf. Oder ist da ein Lebewesen drin? Nein. Chirizo, geh mal ein bisschen weg. Ich will dich nicht aus Versehen treffen. Hab's gefunden. Chirizo, los jetzt. Vielleicht. Muss ja nicht sein. Auf jeden Fall heile ich mich mal kurz. Ah, schon viel besser. Petaken, ab nach oben. Kann auch sein, dass wir heute gar nicht zu Missionen kommen. Wenn ich schon auf die Uhr sehe. Ach komm, dann ist das heute mal ein reiner Spaßstream. Zur Abwechslung. Pferde kann ich wahrscheinlich sowieso nicht scannen. Von wo hätte ich denn einen guten Überblick? Von da oben. Hier sind gleich 2 Sachen. Hier muss ich vorsichtig sein. Wo ich mir eine Mission krallen kann. Laut Karte. Sieht man mich, wenn ich hier hochkrabbel? Ja, man sieht mich aber richtig. Ein Alarm. Hier ist wahrscheinlich mehr als ein Alarm. Erst den Menschen, dann den Hund. Halt die Klappe. Tut mir leid, Hühnchen, aber du würdest nur nerven. Hast du das gehört? Was war das? Ich mach mal eben kurz den Alarm kaputt, bevor sie den nutzen können. Als ob ich noch nicht entdeckt wurde. Weil die zu doof sind. Pfeifen. Welcher blöde Köter kläfft mich jetzt hier die ganze Zeit an? Irgendwas wurde da gescannt. Da ist ein Gefangener. Oder sagen wir mal jemanden, der unfreiwillig hier ist. Ich sag mal, was fällt dir ein?
Lass Chirizo in Ruhe. Also aus der Nähe verstehe ich langsam, wie der Bogen funktioniert. In der Richtung soll halt auch noch irgendwer sein. Ich hole mir auf jeden Fall erstmal meine Pfeile. Halten die hier? Was haben wir denn hier? Eine Schatzsuche. Habe ich wahrscheinlich eh schon. Ich habe mal sicherheitshalber den Fahrer rausgeschossen, ne? Tschüss. Ich wollte hier nur ein paar Sachen holen. Hier ist auf jeden Fall noch ein Alarm. Ich muss aufpassen. So kann man ihn auch vom Pferd fischen. Ich weiß nicht, wo deine Box ist, aber ich mach dich selbst kaputt. Da. Ein neues Jagdgebiet. Diese Propaganda mache ich einfach mal aus. Ich weiß, es ging nur ums Angeln. Leute, nehmt nicht alles so ernst. Ich weiß nämlich jetzt schon, dass da wieder so ein paar innerlich mich am Anbrüllen sind. Das war doch nur eine Werbung. Überdramatisiert doch nicht alles. Lecker Munition. Muss ich überhaupt irgendwas nachladen? Ja, die MG. Beziehungsweise die SMG. So, noch eine FND-Information. Eine Abfangmission. Da kann ich nicht rein, da kann ich nicht rein. Da logischerweise auch nicht. Wenn du hier reinkommst, was erwartest du? Ist hier irgendwas? Was für mich irgendwie interessant wäre. Etwas verunstaltet. Das habe ich doch gerne getan. Wenn ich das unten auch nochmal machen kann, mache ich unten auch nochmal. So, hier ist noch eine Nachricht für mich. Noch ein neues militärisches Ziel. Wie viel hier einfach aufgedeckt wird. Und hier ist auch endlich die Kiste. Ich wusste schon, dass die nicht unten sein wird. Der Compoundbogen! Oh, den muss ich gleich aufbessern. Da ist nichts mehr zum Verunstalten. Ich kann gucken, ob hier noch was zum Mitnehmen ist. Dann sind wir hier eigentlich auch fertig. Einfach mal die Käfige aufsprengen. Der Compoundbogen ist 100% besser als der, den ich jetzt gerade habe. Einfach einen Scheiß drauf geben, durch und rattern. Was das Zeug hält.
Will ich den Weg fahren? Also. Ich könnte gucken, kann ich das mitnehmen? Also wenn ich jetzt dafür einmal über die halbe Map muss, dann hole ich das nicht. Metall wird nie zurückgelassen. Ihr geht mir um Usch, Hubei. Ihr kommt mir um Usch. Ich hab dieses Auto noch nicht mal. Wie traurig ist das denn? Und wer will mir da was? Niemand. Falls ich noch auf die Idee komme, das abzuliefern. Es ist militärisch, das heißt, ich muss es sogar so abliefern. Ich kann es nicht einfach scannen. Das muss ich halt wirklich vorbeibringen. Anders geht's gar nicht. Weg mit dem Zaun. Ich habe das Gefühl, so sollte ich hier eigentlich nicht lang fahren. Oh, was ich vorhab, das kann so in die Hose gehen. Lieferung ist auf dem Weg zum Funkturm. Verstanden. Und das wäre bitte wo? Auf dem Weg. Komm schon, Danny. Du schaffst es vor ihnen zum Übergabepunkt. Das ist bitte wo? Da. Ich wünschte eine Möglichkeit. Wingsuit. Und mal gucken, wie weit ich damit komme. Gar nicht weit, weil ich nicht richtig gezielt habe. Achso, es ging um Stories. Lese ich gerade. Ich wollte eigentlich hier das einnehmen. Ganz ehrlich, das mit dem Übergabeteil, das mache ich nur mit dem Gyrocopter. Wenn überhaupt. Tja, und genau deswegen achtet man nicht nur auf eine Richtung. Immer diese Camper und die wundern sich dann, dass sie weggeschossen werden. Ich mache mir mal einen Wegpunkt, dass ich da gleich nochmal hingehe. Weil da ist wieder so eine Kiste zum Mitnehmen. Ich wollte jetzt hier erstmal das Flugabwehrgeschütz kaputt machen. Damit ich wieder fliegen kann. Komme ich irgendwie hier auf den Berg rauf? Ohne mich jetzt irgendwie verdächtig zu machen? Käme ich hier hoch? Nee. Na, dann muss ich es anders regeln. Ich will ja auch das Uran hier drin haben. Du bist schon mal markiert. Ihr seid blinde Fische. Ihr seid ganz blinde Fische. Chiriso, komm hier.
jagen Chorizo, die Dreckigen. Warte mal. Erstmal. So, das wäre schon mal erledigt. Also klar, in solchen Situationen habe ich jetzt einen Höhenvorteil. Einer weg. Zwei weg. Hält es für eine gute Idee, dahin zu rennen, wo ich gerade zwei deiner Freunde erschossen habe. Ohne dass sie es mitbekommen haben. So, irgendwo hier... Ach nee, da, ich habe die Kiste markiert, ne? Im Prinzip habe ich alle umgebracht. Ganz ehrlich, das hätte ich auch eben im Feuergefecht klären können. So, das Ding natürlich auch kaputt. Tja. Hast auf das Falsche etwas geachtet. Das kann ich nicht kaputt machen, okay. Hat da wer was gesagt? Ich dachte, der wollte was von mir. Der hat aber ganz schnell Ruhe gegeben. War wohl nicht weiter wichtig. So, damit habe ich hier schon, was ich haben wollte. Natürlich habe ich jetzt wieder sehr viele FND-Kisten auf der Karte. Jetzt kann ich die beide hier noch absammeln. Die Basis da erobern, damit ich mich dahin porten kann. Mein Giro ist hoffentlich noch da. Den habe ich irgendwo hier vorne geparkt. Das weiß ich noch. Ich glaube, da habe ich den geparkt. Wenn der jetzt weg ist, ist es doof. Nee, der ist noch da. Und das Gute ist, jetzt kann ich fliegen. Ach, fast vergessen. Irgendwo dort. Also in der Richtung ist noch ein Anhänger oder irgendeine Deko. Fürs Auto. In beiden Fällen lohnt es sich. Allein schon für die Competition. Wisst ihr, was das Schöne ist? Mit dem Gyrocopter, ich kann nicht aus Versehen eine Windschutzscheibe treffen. Und mich damit selbst verletzen. Weil das Teil hat keine Windschutzscheibe. Dann mache ich jetzt erstmal hier kaputt. Hier muss ich gut aufpassen. Er ist ja allein. Nicht ganz allein. So, kaputt. Obwohl, bei den Granatenwerfer kann ich mir vorstellen, dass Brandgeschosse vielleicht praktisch sind. Wenn ich jetzt so mal drüber nachdenke. Noch mehr FND-Depots. Meine Karte wird immer voller. Volle Lutsche dran vorbeigeschossen. Natürlich bin ich danach erstmal im Fokus. Hältst du das für eine gute Idee? Ich dachte, ich kann sie durch erschießen. Lass einfach meinen Hund in Ruhe. Du tust ihm Gefallen damit. Ich sag's immer wieder aufs Neue. Ich dachte, da drin wäre was zum Mitnehmen. Hier muss ich mir selbst einen Eingang machen.
Und dann komme ich von irgendwo gut rein. Bin drin. Hab nichts gesagt. Ich wollte gerade sagen, hier ist doch 100 pro jemand. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Da sind auch nochmal ein paar Wachen. Da ist ein Scharfschütze. Den schalte ich gleich direkt als erstes aus. In der Richtung kann ich keinen sehen. Okay. Zuallererst der Scharfschütze. Hä? Ich habe doch auf den Kopf gezielt. Ich habe den Kopf nicht direkt erwischt. Keine Ahnung warum. Ruhig, Blut. Kann ich das Teil von innen öffnen? Macht doch, was ihr wollt. Nein. Das tust du nicht. Ja, hab's gerade noch kaputt gemacht. Nein, ihr holt keine Verstärkung. Den mache ich jetzt erstmal kaputt. Ist kaputt. Noch nicht verstanden. Erstmal räume ich hier auf. Bevor ich jetzt hier noch irgendwas mache. Ah, hier wäre ich auch reingekommen. Oder? Nee. Das war jetzt vielleicht nicht der beste Einsatz, den ich hätte machen können. Tschüss. Wo ist noch einer von denen? So, jetzt habe ich alle umgebracht. Meine Kiste. Da hinten in der Ecke ist schon wieder einer. Ist auch zum Kotzen. Wo ich hier gerade alle umgebracht habe. Entschuldigung, musste niesen. Ach, ich sammle hier jetzt einfach. Was für ein Panzer steht denn da vorne überhaupt? Auch wenn ich ihn eh nicht mitnehmen kann. Das ist definitiv ein anderer Panzer, als ich ihn habe. Ich mache dich übrigens mal ungefährlicher für andere. So. Haben die gerade einfach mit ihrem Panzergeschoss draufgeballert? Gut, dass sie das damit auch nicht kaputt kriegen. Ich könnte hier so viel leichter alles erkunden, wäre mein Gyrokopter einfach bei mir geblieben. Aber er ist ja nach Mexiko abgehauen. Weil er keine Lust mehr hatte. Habe ihn durch zwei Flugabwehrzonen geschleppt. Da hat er dann gedacht, nee, ich habe heute genug geleistet, ich fliege nach Haus. Arriba und tschüss. So, ist hier oben noch was? Der Alarm muss weg. Da war noch ein Alarm. Drei Alarme hatten die Dreckigen hier. Wo kommst du schon wieder her?
Muss ich die jetzt alle nochmal ausschalten, weil der Alarm noch hier war? Lass die in Ruhe. Jetzt ist da auch noch ein Scharfschütze. Das wär's mit dem. Und das wär's mit dem. Ist da sonst noch einer, um den man sich kümmern müsste? Anscheinend nicht. So, jetzt wird hier gesammelt. Will halt hier nie wieder zurück hin müssen. Deswegen einfach direkt alles sammeln. Hätte ich den Schlüssel, könnte ich da dann auch gleich wieder raus. Ist hier in dem Gang noch was? Nö, dann kann ich ja nach oben. Hier ist ein bisschen Metall. Hier hätte ich halt auch noch den Alarm schotten können. Oh, hier kann ich rein. Für nix. Ich komme hier gefühlt für nix rein. Die schalte ich mal eben kurz aus. Muss hier nicht rumstreunern. Ist da irgendwas zu mitnehmen? Hier wäre ich nach oben gekommen oder nach unten, je nachdem. Ich gucke hier halt durch die Räume. Vielleicht finde ich ja noch einen Schlüssel. Aber scheint, als wäre ich hier fertig mit den Räumen. Das kleine bisschen hier nehme ich doch keinen Wingsuit. Hier kann man noch rein. Hier war nur die geheime Folterkammer. Also nichts Wichtiges. Okay. Ich glaube, hier bin ich so langsam, aber sicher fertig. Ein bisschen Munition, nehme ich gern. Eine Familienchronik. Ich habe sie mir nicht mal durchgelesen. Du bist in Sicherheit. Ich höre einen Puma. Beziehungsweise einen Berglöwen. Okay, hier ist aber sonst weiter jetzt nichts. Brauche ich unbedingt den Schlüssel von hier? Wäre der jetzt wichtig? Also klar, ich will jetzt eh nochmal raus. Metall? Gut, dass ich hier überall gucke. Chiarisu sucht mit mir. Gabriel Castillo. Falschmeldung. Der Castillo, der ist doch nicht tot. Hallo. Du versteckst dich nicht. Wollte ich nur auf mich aufmerksam machen. Das kann man ja nicht mehr ansehen. Hab ich gerade nicht im Bungo gehört? Vielleicht ist da ja auch noch was drin. Hier über kann ich ja hier rein.
Ich weiß nicht, gegen was die sich da gerade verzweifelt werden, ne? Aber ich genieße es. Lass die mal zur Abwechslung nicht versuchen, auf mich zu schießen. Was macht ihr? Danke. Jetzt habe ich ein bisschen gratis Metall. Sage ich nicht nein zu. Ah, hier wäre ich auch reingekommen. Der andere Wagen, der interessiert mich nicht so. Ich will eigentlich nur das hier. Ihr seid frei. Ich wiederhole, ihr seid frei. Okay, jetzt muss ich da rein. So. Letzte Basis hier. Dann kann ich mich eigentlich auch genauso gut zu dem Punkt da porten, aber ich nehme die Kiste danach noch mit. Augen auf, Danny. Aufpassen. Erstmal nach oben. Und mögliche Scharfschützen natürlich ausschalten. Da sind Rehe, da ist ein Typ. Irgendwo dort ist einer. Und da hatte mich auch irgendwo einer entdeckt. Warte mal. Arsenal. Granatwerfer brauche ich hier eh nicht. Ach, schade. Ich wollte es töten. Ich wollte das Rehfleisch mitnehmen. Nach wem sucht ihr? Ihr habt mich doch gar nicht gesehen. Ja. Tschüss. Ich wollte mal das versuchen zu verbessern. Dieses Feuern aus der Hüfte. Ihr schießt nur einmal auf meinen Hund. Das war nicht mal beabsichtigt, dass er so gut trifft, der Fall. Easy. Also in diese Basen reinzukommen und sie zu übernehmen, also den ganzen Inhalt zu holen, ist echt leicht. Muss man einfach sagen. Ab und zu spawnen zwar ein paar Gegner, aber die hast du innerhalb von ein paar Sekunden umgelegt. Ja, da lief einer lang. Ich weiß nicht, wer dieses Feuer gelegt hat. Ja, das Ziel ist hier und hatte ich umgenietet. Ach so, das ist sogar einer von meinen hier. Warum ist der hier? Easy. Hey, der Schwede, der Scharfschütze. Der versucht es aber auch. Du hast wenigstens versucht zu entkommen. Du warst schlauer als die anderen. Du hast gesehen, du gewinnst diesen Kampf nicht. Da versucht man lieber die Flucht.
Im Versuch, den Erich. Weil du warst schlauer als deine Kollegen. Na gut, dein Gewehr ist jetzt auch nicht unbedingt darauf ausgelegt, im Nahkampf irgendwie zu treffen. Meins schon eher. Und vor allen Dingen kann ich deutlich schneller schießen als er mit diesem Gewehr. Ingenieur gesichtet. Wo kommen die schon wieder alle her? Ja, du aufgeschrecktes Huhn. Buenas noches. Tschüss. Ich sag ja, richtig easy, die Teile hier auszubeuten. Du musst halt zwar alle paar Minuten mal hier irgendwen umnieten, aber die Anzahl, die hält sich wirklich in Grenzen. Die sind eigentlich nicht mal erwähnenswert. Vor allen Dingen selbst dafür sind die dann zu blöd, dich anständig auszuschalten, wenn da schon wieder neue kommen. Ich hab sogar noch ein paar Verbündete hier. Nochmal mehr easy. Auch eine interessante Art, jemanden zu erschießen. Da hüpft einer die ganze Zeit über den Zaun. Vielleicht sollten wir mal reagieren. Nein, der tut schon nichts. Der hat nur Spaß in den Backen. Und was ist mit dem Gewehr in seiner Hand? Ach, das ist nur Deko. So kommen mir die NPCs gefühlt rüber. Ja, komm. Ach so, ich bin immer noch im Kampf, weil ich in dem Gebiet hier bin. Die Kiste lasse ich jetzt mal liegen. Ich will in das Gorilla-Versteck. Weil ich will jetzt auch so langsam mal Schluss machen. Ich komme gleich zu dir. Primärwaffe 3. Granatwerfer. Ein Schießpulver und 2 industrielle Platinen. So, der zweite Mod ist hier auf jeden Fall schon mal drauf. Das ist halt auch der einzige Werfer auf der Liste, ne? Beziehungsweise von denen, die ich zurzeit habe. So, hier konnte man diese komischen Einsätze machen. Da kriege ich ein bisschen Medizin, Benzin, Geld. Robustes Plastik, robuste Dichtungen, Geld. Was könnte ich noch kriegen? Metall! Metall nehme ich immer gern. Das sind Bandido-Einsätze. Eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn man bedenkt, dass man dafür echt viel kriegt. So, ich könnte jetzt diese Diskuswaffe hier endlich kaufen. Die mich schon die ganze Zeit interessiert. Discus Locus. Kann ich hier nicht testen. Klar, das ergibt Sinn. Ich will die Waffe testen. Aber erstmal hier ein Lager gucken. Kann man hier jetzt ausbauen? Also wäre jetzt hier auch so ein Typ mit einem Hammer-Symbol? Oder geht das wirklich nur in diesen speziellen Lagern? Mein bester Kunde. Du hast auch jede Menge Kleidung, die ich mir kaufen kann. Bei tödlichen Schüssen erhalte ich die Munition zurück. Das wäre auf jeden Fall praktisch für mich.
Das wäre auch praktisch. Also diese Darktech-Hoodie und die Scharfschützenbrille, die hätte ich gern. Der Rest. Das klingt mir nach Auto-Aim für Wurfmesser. Eine stabilisierte Waffe wäre auch nice. Also die drei Sachen, die hätte ich sehr gerne. Vor allem das hier. Ganz ehrlich, ich finde überall Benzin. Nimm ruhig mein ganzes Benzin. Ich habe echt gar kein Problem, hier das zu finden. Dasselbe gilt für Medizin. Mir kommt fast alle 5 Meter irgend so ein Medizinwagen entgegen. Ich hätte viel lieber diese Ausrüstung als das Zeug, was ich gerade eh nicht brauche. Ich könnte jetzt allerhöchstens bei den Schuhen gucken, aber da brauche ich nichts. Also, die Ausrüstung, die ich hier jetzt kaufen konnte, die war auf jeden Fall praktisch. Die wird mir beim Schießen auch helfen. Unter Umständen. Ich porte mich jetzt einfach hier hin. Zum einen, weil ich jetzt gucken will, wie die neue Waffe ist, die ich mir jetzt geholt habe. Diese Discus Locus. Und zum anderen ist die Stabilität jetzt wirklich so gut. Ey, da ist fast gar kein Rückstoß. Richtig nice. Okay, Discus Locus. Vor allen Dingen Reihenfeuerpistole. Was hast du denn da eigentlich auf dir drauf? Ich glaube, du wärst sogar besser als das, was ich jetzt gerade habe, oder? Ja, die wäre besser. Obwohl, wenn ich da verschiedene Mods drauf packe, ist die besser. Ich kann so auch mal nebenbei gucken. Es gibt noch ein paar Granatenwerfer, beziehungsweise Raketenwerfer. In den Orbit. Die ist wahrscheinlich ultra stark. Discus Locus. Habe ich jetzt aus Versehen eine Granate geworfen? So, wie gut ist die? Die muss ich erst aufladen. Ich will die an einem Feind mal kurz ausprobieren. Außerdem will ich auch ausprobieren, wie gut ich jetzt bemerkt werde. Die ist in Ordnung. Mal ganz ehrlich, so ein eigenes Gewehr wäre mir lieber. Alter, die hat ja Insta gekillt. Also klar, war ein Headshot. Die Waffe kann wahrscheinlich krass sein. Aber wie stark ist sie jetzt vom Schaden her an sich? Die ist fast genauso stark wie diese Harpunierwaffe. Nur dass ich mit der anständiger zielen kann. Die hat sogar von Anfang an so einen Laserpointer. Es ist nett, dass du mich gerade freutest, Yannick, aber ich wollte jetzt eigentlich Schluss machen. Ich wollte jetzt nur diese neue Waffe hier testen. Ah, die zählt auch wieder Bogen. Ja. Ich habe meinen Spaß für einen Tag nämlich gehabt. Ich danke trotzdem für den Raid, auch wenn, aber ich bin halt jetzt wirklich eigentlich dabei, so langsam für heute Schluss zu machen. Wieso bin ich da böse? Ey, du! Pferd, werf ihn mal ab. Ich will meine Waffe testen. Ich will wissen, wie viel die am Körper macht. So ungefähr halbes Leben. Ja, aber ich stream jetzt nicht 3 Stunden am Stück. Ich stream jetzt nicht bis 23 Uhr. Ich wollte gleich schlafen gehen.
Wie gesagt, ein bisschen schade jetzt, dass genau jetzt erst, beziehungsweise jetzt gerade Raid kam, aber ich wollte jetzt halt wirklich Schluss machen für heute. Ich hoffe, dass jeder Spaß beim Zusehen hatte, sowohl die, die jetzt hier dabei waren und gelockt haben, als auch die, die jetzt im Nachhinein zuschauen. Ja, man sieht sich dann beim nächsten Mal. Tschüss!